Also, das Bildungs- und Teilhabepaket war heute eine sehr kontroverse Diskussion. Und zwar hat die Landeshauptstadt Düsseldorf eine Bundespauschale bekommen, wie alle anderen Städte auch, in Höhe von 15,43 Millionen. Davon dürfen 200 Millionen für Verwaltungskosten verwendet werden. 2 Millionen für Verwaltungskosten, 469 Millionen für Mittagstisch in Hort- und Kindertagesstätte und das Allerwichtigste, 9,04 Millionen werden ausgegeben und sollen ausgegeben für individuelle Leistungen für Kinder im Bereich Sport, Klassenfahrten, Kultur und Förderung für benachteiligte Kinder. Der Riesenskandal ist dabei, dass die Stadt Düsseldorf und die Verwaltung es nicht geschafft hat, diese 9 Millionen den Kindern zugutekommen zu lassen. Dazu hätte es gute vertriebliche Konzepte geben müssen, dass die Familien auch von der Maßnahme erfahren, die auch erst ein bisschen spät an die Städte gekommen ist. Von den 9 Millionen, die die Kinder bekommen hätten können, sind nur 1,84 Millionen angekommen bei den Kindern. Und der eigentliche Skandal nochmal obendrauf ist, dass dieses Restgeld in den allgemeinen Haushalt fließt und somit völlig versickert.